Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop für Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Miriada, ich grüße dich, das ist dein Video, dein Jahreshoroskop und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Dieses Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop, was ich in Teil 1 schon erklärt habe. Dieses Bild, dieses Geburtshoroskop bleibt so stehen, da ändert sich nichts. Das drückt dein Lebensweg aus, dein Schicksalsweg und das ist der Plan. Dieses Plan, in diesem goldenen Weg zum Gehen. Deine Seele kennt dieses Plan. Aber das Leben bleibt nicht so stehen. Also du machst auch Bewegung, Lebensschritte. Bewegst du dich, änderst dich, ändert sich vieles, auch deine Lebenssituation, deine Einstellung. Und diese Lebensschritte drückt sich astrologisch aus mit dem 7-Jahren-Periode. Das heißt, das ist hier dein Aszendent. Das beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Aussehen und so bist du auch wahrgenommen. Dieser Platz symbolisiert dein Geburtsmoment, den ersten Atemzug. Und hier beginnt dein Schicksal. Hier beginnt dein Leben und machst deine Schritte. Und hier erreichst du dann den Widder, erreichst du dann den Stier, erreichst du dann die Zwillinge. Und das sind die 7-Jahren-Perioden. Und im Augenblick befindest du hier bei Krebs. Und die Tierkreis zeichnen Krebs. Krebs ist gerade diesem Boden, wo du dich bewegst. Und die Themen, was zum Tierkreiszeichen Krebs zugeordnet sind, das erlebst du. Entweder, weil für dich das wichtig ist, oder dass Einflüsse kommen von außen und spiegeln dir das. Und hier sind Themen wie deinen Gefühlen bewusster wahrnehmen oder die Welt mit Gefühlen wahrnehmen und auch achten auf den Gefühlen von anderen. Krebs bedeutet aber auch Familie, die Verbindung zu Familie oder eigenen Familien gründen oder die Geburt von ein oder vielleicht sogar zwei Kinder in dieser Zeit, weil das für dich wichtig ist. Krebs bedeutet auch Empfängnis, empfangen etwas. Es ist nicht nur die Empfängnis und die Geburt von Kindern bedeutet, sondern all das, was du so vorhast, das in Gestalt zu bringen und das entspricht dann deinen Gefühlen. Die Tierkreiszeichen Krebs hat eine wunderbare Eigenschaft. Dieses Feingefühl, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln und wann ist besser zurückziehen und abwarten auf einen besseren Moment. Ich könnte sagen, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, wo etwas geboren kann. Also das sind die Themen jetzt noch in die kommenden Jahre und dann etwa 3,5 Jahre endet sich die Krebsphase und übergehst dann zum Tierkreiszeichen Löwe und lebst diese Energie der Löwen. Das ist dann die Selbstdarstellung. Das bedeutet, bei dir bewegt sich auch einiges. Und die Planeten bewegen sie sich auch
Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und Sonne, Mond bewegt sich auch, wobei bei der Sonnenbewegung ist nur die scheinbare Bewegung die Sonne, weil in Wirklichkeit ist das die Bewegung unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Sonne bewegt. Und die Tagesbewegung, auch wie Sonnenaufgang, Mittagssonne, Sonnenuntergang, löst auch die Rotation die Erde. Also diese Bewegung schauen wir an und ich starte mit Januar 2019. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnlichen Begegnungen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und weil Uranus langsam bewegt, kann ich schon sagen, Uranus bleibt ganzes Jahr in Tierkreiszeichen Widder. Natürlich nach indischen Berechnung. Also Uranus befindet sich hier im Widder und aktiviert bei dir einen Lebensbereich, wo Veränderungen kommen. Und das sind die Werte, die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl und die Finanzen. Wir haben zwei Mondknoten. Einmal die absteigende Mondknoten und das symbolisiert alte Karma, alten karmischen Erinnerungen oder Begegnungen mit anderen Seelen, die von früheren Leben kennen. Diese absteigende Mondknoten oder Ketu befindet sich in der Tierkreiszeichen Steinbock bis Ende März 2019 und erinnert dich an die Vergangenheit und hier in diesem Bereich die Freundschaften. Das kann bedeuten, dass du neue Freundschaften schließt und dass hast du karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen oder karmischen Lernaufgabe. Zum Beispiel, dass du die Wertschätzung verlangst von deinen Freunden, Bekannten. Und hier diese Mondknoten kann sowas auslösen und dann steht in Verbindung zum Uranus, dass da hier Veränderungen kommt. Die aufsteigende Mondknoten ist die neue Richtung, das, was die Seele ausgesucht hat, diesen Schicksalsweg. Und dieser aufsteigende Mondknoten oder Rahu, der Drachenkopf, befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs zurzeit bis Ende März 2019. Also hier kommen Erinnerungen, karmischen Erinnerungen, was die Kindheit betrifft. Und das beeinflusst jetzt in die kommenden Monaten diesen Bereich. Venus ist der Planet der Liebe, aber bedeutet auch Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik und weiblichen Energie, aber symbolisiert auch die Liebe. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage am Januar und hier aktiviert bei dir ein Bereich, die Wandlung und Transformation. Diese Wandlung oder Veränderung geht gar nicht um das Aussehen, sondern hier ändert sich etwas an die Einstellung oder ändert sich etwas in Gefühlen, wie zum Beispiel Angst loslassen, nicht mehr zweifeln und im Inneren Kraft in diesem
Überzeugungskraft bleiben, in dieser inneren Stärke. Jupiter zeigt unsere Größe, zeigt unsere Werte und sorgt für die Gerechtigkeit, auch für die göttliche Gerechtigkeit, wie Ursache und Wirkung, und öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter vergrößert auch etwas, vermehrt etwas. Januar befindet sich Jupiter im Tierkreiszeichen Skorpion. Und jetzt schauen wir, wo hast du die Tierkreiszeichen Skorpion? Da setze ich die Jupiter-Energie. Passt auch sehr gut hier in diesem neunten Lebensbereich, weil hier handelt sich auch um die Reisen und Jupiter liebt das auch, Auslandskontakte, die Horizont zum Erweitern. In diesem Lebensbereich bringt dir auch Glück. Jupiter ist der große Glücksplanet. Sonne, Merkur, Saturn und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist hier oben in Richtung deine Berufung oder den Weg, wo du Anerkennung bekommst. Also Sonne zeigt hier dir Klarheit, Orientierung. Mit Merkur-Energie hast du die Kontakte, Verbindungen, auch Verträge. Und Saturn zeigt hier deine Lernaufgabe, dass du deinen Weg findest, deine wahre Berufung. Und Pluto zeigt dir die Kraft. Also Saturn im Schütze, Pluto, dass du hier Kraft und Macht zeigen sollst. Natürlich kann auch bedeuten, dass du Kontakte hast mit Menschen, die was zum Sagen haben, die Macht haben und bestimmen deinen beruflichen Weg. Und Sonne, Merkur ist auch hier am Januar in diesem Bereich. Natürlich ist für dich das sehr wichtig, weil im Geburtshoroskop hast du hier auch Saturn, Uranus, Neptun. Das ist ein Saturn-Wiederkehr, aktiviert bei dir diese ganz wichtigen Themen Berufung. Neptun ist gar nicht einfach zu beschreiben. Wenn jemand künstlerisch begabt ist oder arbeitet als Psychologe zum Beispiel, braucht unbedingt die Neptun-Energie. Das ist die Kreativität, das Bildhafte zum Entziffern, bedeutet auch Inspiration und so kann etwas in Form zu bringen. Zeigt auch unseren Träume, Visionen. Wenn jemand bodenständig ist und begegnet mit Neptun-Energie, natürlich kann auch die Träume, auf diesen Visionen wirken. Aber manchmal scheint das etwas undurchschaubar. Gerade die Menschen, die sehr realistisch sind, können mit Neptun-Energie nicht viel anfangen, weil das ist nicht zum Greifen. Diese Neptun-Energie befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und das ist hier, wo du karmische Themen hast und erlebst die Geheimnisse, aber bedeutet hier auch deine Seele. Hier liegt auch die seelische Ursache nach Krankheiten oder hier versteht man die Zusammenhänge des Lebens. Neptun fühlt sich sehr wohl hier in diesem Platz, weil Neptun beherrscht diesen Lebensbereich.
Neptun ist nichts anderes als Poseidon, der Gott des Meeres. Und hier in diesem geheimnisvollen Lebensbereich, wo unserem Innenleben auch handelt. Und die Geheimnisse des Lebens, das ist die Tiefe, wie eine Tiefe, wie die Forschung in die tiefe Ozean. Und da fühlt sich Neptun natürlich pudelwohl. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hast du ein Mars-Wiederkehr? Und das bedeutet dein Mars-Energie. Und das brauchst du zum Durchsetzen im Leben, dich zu behaupten, Kraft zu zeigen. Bedeutet auch Reisen, Autos, Sport, Bewegung, alles, was in Bewegung kommt. Natürlich bedeutet auch der Mann, und dieser Mann kehrt zurück und hat einen Einfluss auf dein persönliches Leben. 7. Januar wird Uranus direktläufig. Das heißt, bis dahin ist noch rückläufig. Uranus wirkt hier in deinen Finanzen. Natürlich, das werft dich etwas zurück. Aber ab 7. Januar dreht sich in eine andere Richtung, so dass die Finanzen verbessern sich. 6. Januar ist Neumond in Tierkreiszeichen Schütze. Neumond sollen wir mal für einen Moment zurückziehen, nachdenklich sein, die Licht in unserem Inneren finden. Was sagt unsere inneren Stimme? Was ist die richtige Richtung, damit wir Klarheit, Orientierung haben und im Schütze das erlebst in Berufung? Halbmond ist immer eine Spannung, löst Unsicherheit aus, Nervosität, manchmal sogar Angst. 14. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen. Fühlst du dich unsicher oder fühlst du dich von anderen angegriffen? Dann ist lieber zurückziehen, die Ruhe bewahren, nicht reagieren. Diese Spannung geht schnell vorbei. 21. Januar ist Vollmond. Vollmond, das begrüßen die indischen Astrologen als Glück, weil sie beschreiben, bei einem Vollmond wird das Lebensbereich oder das Lebensweg beleuchtet. Dann sehen wir klar und deutlich und kommt die Wahrheit ins Licht, erkennen wir etwas. 27. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und hier bei diesem Halbmondposition erleben wir dann als Unsicherheit, und das wirkt in diesem Tag im Bereich Liebe, Partnerschaft. Februar 2019. Uranus bleibt in Tierkreiszeichen Widder. Die beiden Mondknoten bleiben auch. Jupiter bleibt auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Also ich setze die Venus-Energie im Tierkreiszeichen Schütze. Und hier wirkt dann in deiner beruflichen Situation, so dass du deine Kreativität leben kannst. Natürlich kann auch bedeuten, dass hier im beruflichen Umfeld mit einer Frau kontaktierst. Saturn-Pluto bleibt hier im Schütze. Sonne und Merkur übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne beleuchtet etwas, zeigt die Wahrheit oder kommt mehr Klarheit. Also die Energie wird in diesem Lebensbereich
gelenkt. Die Sonnenkraft, das ist Lebensenergie. Und das sind die Freundschaften, Bekanntschaften oder eine Gruppe mit Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel ein Sportverein. Und mit Merkur-Energie kommen hier die Kontakte, Gespräche oder kommt zum einen Vertrag, dass du in dieser Zeit einen Vertrag unterschreibst bei einem Verein oder einer Gruppe von Menschen, die dich interessiert, weil hier sind die gleichgesinnte Kontakte, soziale Kontakte. Kann auch bedeuten, dass im Freundeskreis wird etwas erzählt und das ist die Merkur-Energie und die Sonne zeigt, es kommt die Wahrheit ins Licht. Neptun bleibt im Tierkreiszeichen Wassermann und Mars bleibt auch im Tierkreiszeichen Fischen. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, Rückzug von Freunden, verinnerlichen, nachdenken, wer ist aufrichtig, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. 12. Februar ist Halbmond in Widder, wirkt auf deine Finanzen, da vorsichtig sein, weil es ist kein guter Tag zum Investieren oder Geld ausgeben, weil das bereust du dann. 19. Februar ist Vollmond im Tierkreiszeichen Krebs und das beleuchtet etwas und hier im Bereich Kinder und hier spürst auch die schöpferische Kraft, hast du neue Ziele. Und 26. Februar ist Halbmond im Tierkreiszeichen Waage und diese Energie bringt eine gewisse Unruhe und das spürst du in deinem Inneren und kann auch bedeuten, dass mit Ämtern Themen hast. März 2019, Uranus bleibt im Tierkreiszeichen Widder und Mars ändert sich die Position. Mars verlässt deinen persönlichen Bereich und Mars übergeht im Widder und wirkt auf deine Finanzen. Mondknoten bleibt noch. Jupiter bleibt im Tierkreiszeichen Skorpion. Saturn, Pluto bleibt im Schütze. Venus ändert sich die Position. Venus übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock und kommt Harmonie in dieser Gruppe oder Harmonie in dein Freundeskreis. Kann auch bedeuten, dass hier mit einer Frau Freundschaft schließt oder was ausmachst. Natürlich kann auch bedeuten, eine Gruppe von Menschen, die kreativ sind oder machen etwas künstlerisch. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und du brauchst die Lebenskraft, die Lebensenergie und das ist für dich ein gewisser Rückzug. Und da spürst du wieder deine Kraft. Kann auch bedeuten, dass hier erfährst die Wahrheit. Und in diesem Bereich sind auch die geheimen Feinde, dass hier die Sonne, Licht, das ist wie Auge, die Augen öffnen und das sind die Erkenntnisse. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet Kontakte, Kommunikation, eine wichtige Nachricht oder ein Vertrag. 6. März wird Merkur rückläufig
Und das bedeutet bei Merkur-Energie, wenn das um Terminen und Verträgen handelt, das bremst dann etwas. Dann ist dann ganz zäh, das geht nichts voran. Aber diese Rückläufigkeit von Merkur bedeutet auch, jemand kehrt zurück von Vergangenheit und habt ihr wieder Kontakt. 6. März ist Neumond in Tierkreiszeichen Wassermann. Und dieser Neumond bedeutet einen gewissen Rückzug und etwas zu verinnerlichen hier in diesem geheimnisvollen Bereich. Das heißt, März brauchst du wirklich die Ruhe, diese Zurückhaltung von etwas. Oder dein Körper verlangt danach, dass du zur Ruhe kommst. 14. März ist Halbmond, was eine Spannung auslöst im Tierkreiszeichen Stier. Das ist Spannung im Internet oder Schwierigkeiten in einer Schulung oder Prüfung. Diese Spannung kann auch mit Geschwistern, mit Verwandten sein. 21. März ist Vollmond in Tierkreiszeichen Löwe. Kommt mehr Klarheit in beruflichen Situation. 28. März ist Halbmond in Skorpion. Das ist wieder eine gewisse Unruhe. Hier bei Ausland, Auslandskontakte oder bei Reisen oder Schulungen. April 2019, Uranus bleibt im Widder, Mars übergeht im Tierkreiszeichen Stier, aktiviert Internetkontakte, Bewegung in deiner vertrauten Umgebung, kleinere Veränderungen, kleine Reise, Treffen mit Verwandten, Bekannten, Nachbarn, hier kommt einiges in Bewegung. Die beiden Mondknoten ändert sich die Position. Ketu ist die absteigende Mondknoten und Ketu befindet sich dann im Schütze und bleibt bis Jahresende im Schütze. Das sind alten karmischen Themen und hier aktiviert bei dir etwas in deine Richtung Berufung. Und auch die Lernaufgabe, Respekt verlangen von anderen, weil du hast die Bedürfnis nach Anerkennung und Ansehen. Rahu ist die neue Richtung und da kommen die Neuigkeiten, auch karmischen Themen natürlich, befindet sich dann ab April bis Jahresende in Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Suche nach einer neuen Wohnung, die Suche nach einem neuen Zuhause, wo du das Gefühl hast, hier bin ich richtig angekommen, hier fühle ich mich verankert. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Pluto, Saturn auch. Jupiter gibt dir hier die Möglichkeiten, Chancen, dich beruflich zu entwickeln. Bringt auch Glück, deine Berufung zum Leben. Merkur ist rückläufig und kehrt wieder zurück im Wassermann. Und das heißt, geheime Gespräche. Oder kann auch bedeuten, es ist besser zum Schweigen. Halte dich von etwas zurück. Erzähle nicht alles. Wie sagt man ganz schön, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Genau. Venus befindet sich auch in der Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, Venus verlässt die Tierkreiszeichen Steinbock und übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann. Und hier kann natürlich die geheime Liebe sein, kann auch eine Frau sein, der vielleicht auf dich
eifersüchtig oder neidisch ist, hier sind auch die geheime Feinde. Bedeutet auch, wenn du deine Kreativität leben möchtest und da Gespräche möchtest du führen oder möchtest einen Vertrag unterschreiben, dann schweige, erzähle das nicht. Neptun bleibt im Wassermann und die Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Die Sonne gibt dir natürlich hier deinen Glanz, deinen persönlichen Glanz, und das kannst du nach außen natürlich stolz zeigen. 11. April ist Jupiter rückläufig, also ab 11. April. Ab 30. April ist Saturn rückläufig und ab 25. April ist Pluto rückläufig. 5. April ist Neumond in Tierkreiszeichen Fischen und hier ist wichtig, mit deinem Auftreten, mit deinem Aussehen bewusster sein, dass du dich nicht versteckst. Zwar bei diesem Neumond ist sehr gut die Rückzug, nach innen schauen, meditieren, aber in diesem Moment kannst du die Kraft sammeln und dann, wenn Neumond vorbei ist, dann das nach außen bringen, etwas in Bewegung setzen. 12. April ist Halbmond in Zwillinge, eine gewisse Unklarheit, Unsicherheit, Spannung im wohnlichen Bereich. 19. April ist Vollmond im Waage und das ist die Transformation, kann auch Ämtern bedeuten, dass da mehr Klarheit kommt in die ämtlichen Themen wie Finanzamt, Steuererklärung oder Versicherungen oder Banken, all das in Ordnung zu bringen. Und 26. April ist Halbmond im Steinbock und das bedeutet wieder Unruhe, Unklarheiten, Unsicherheiten, entweder in einer Gruppe oder im Freundeskreis. Mai 2019, Uranus bleibt im Widder und Sonne übergeht auch hier im Widder und gibt die Energie im Bereich Finanzen, aber auch deinen Selbstwertgefühl, Selbstabachtung. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Stier. Mars bleibt hier im Tierkreiszeichen Stier. Die beiden Mondknoten bleiben Schütze und Zwillinge bis Jahresende. Jupiter ist rückläufig, aber ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Das heißt, Jupiter verlässt die Tierkreiszeichen Schütze und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Und das kann bedeuten Schulungen, Prüfungen, aber auch Reisen, Auslandskontakte. Saturn, Pluto bleibt in Tierkreiszeichen Schütze. Und die absteigende Mondknoten ist auch hier. Neptun bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur, Venus übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Da zeigst deine Weiblichkeit. Das ist die Venus-Energie. Und kommst zum Kontakte und Verbindungen. Das ist natürlich die Merkur-Energie. Gespräche, Kontakte und achtest auf dein Aussehen, neue Kleider, neue Frisur, also die Venus-Energie ist hier aktiviert, trifft dich selbst, trifft dich persönlich. 4.
Mai ist Neumond in Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, nachdenklich sein, wo gibst Geld aus? 12. Mai ist Halbmond in Tierkreiszeichen Krebs. Du verlierst die Lebensfreude. 18. Mai ist Vollmond im Waage, klärt sich etwas auf in Finanzen, aber auch um ämtlichen Situationen wird etwas geklärt. Hier ist gemeint die Finanzen, was die Steuer betrifft, die Versicherungen betrifft, dieses Geld. 26. Mai ist Halbmond in Tierkreiszeichen Steinbock, wieder Unruhe im Freundeskreis oder in einer Gruppe. Juni 2019, Uranus bleibt im Widder und Venus übergeht im zweiten Lebensbereich und das heißt, sei mit deiner Weiblichkeit bewusst. Steh zu deinen Werten. Hier im Finanzbereich kann auch bedeuten, du gibst Geld auch aus für was Schönes. Kosmetik, schöne Kleider oder etwas Schönes in die Wohnung. Also hier wird Geld ausgegeben. Sonne und Merkur befinden sich im Tierkreiszeichen Stier. Und Mars übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Sonne ist hier im Stier, Merkur ist auch im Stier. Also hier wird aktiviert die Kontakte über Internet oder die Kontakte zu verwandten Nachbarn. Und die Sonne zeigt die Wahrheit und lenkt die Energie in diese Richtung. Mars ist in wohnlichen Situation, entweder macht dich etwas wütend. Mars kann natürlich auch Wut auslösen, aber bedeutet auch, dass du deine Kraft einsetzt, im wohnlichen Bereich etwas zu verbessern oder kommt eine Reparatur, kann auch eine männliche Person sein, der dich besucht. Jupiter ist rückläufig in Tierkreiszeichen Skorpion und in diesem Juni passiert etwas Interessantes. Saturn, Pluto und die absteigenden Mondknoten kommen zu einer Konjunktion. Eine Konjunktion bedeutet, wenn sie sich treffen, im gleichen Tierkreiszeichen auch im gleichen Grad stehen, das heißt, sie vereinen sich und wirken zusammen. Bei Saturn geht es auch um karmische Themen. Bei diesem karmischen Knoten sowieso um karmische Themen. Und bei Pluto geht es auch darum, vieles loslassen, was im Weg steht, so wirklich richtig aufräumen. Und das erlebst du in deinem beruflichen Weg, wo deine Berufung auch liegt. Neptun bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond in Tierkreiszeichen Stier. Wichtig ist eine gewisse Rückzug, Nachdenklichkeit. Die Bereich ist hier im Stier, Verwandte, Nachbarn, Kontakte zum Internet, all das nochmal überprüfen oder zurückhalten sein, nicht einmischen auf den familiären Angelegenheiten. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Es ist eine gewisse Spannung im Arbeitsplatz oder Unsicherheit. 17. Juni ist Vollmond im Tierkreiszeichen Skorpion. Kommt etwas Klarheit im Auslandskontakten. 25. Juni ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen. Das wirkt auf dich persönlich. Das ist entweder Nervosität oder Unsicherheit, unsicheren Auftreten oder kommt Einflüsse von außen und du kommst aus dem Gleichgewicht.
Juli 2019, Uranus bleibt im Widder. Sonne Venus ist im Tierkreiszeichen Zwillinge. Mars übergeht im Krebs. Sonne und Venus ist im Zwillingen. Und hier kommt mehr Klarheit in deine Wohnsituation, klärt sich etwas auf oder kommt mehr Licht und du verschönerst etwas im wohnlichen Bereich. Mars ist im Krebs und Merkur auch. Entweder Kontakt mit jungen Leuten oder mit Kindern, aber bedeutet auch deine schöpferische Kraft zum Leben oder mit einer männlichen Person hier flirten. Hier liegt die Lebensfreude. Jupiter ist rückläufig, bleibt im Skorpion. Saturn, Ketu, Pluto bleibt im Schütze. Neptun ist rückläufig, bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier ist wichtig, zurückziehen, nachdenklich zu sein über deine Wohnsituation oder was möchtest du gründen, was gibt dir die Basis, die Fundament oder einen inneren Tempel verspüren, wo unsere Seele lebt. Meditieren. Am 9. Juli ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau und das ist eine gewisse Spannung, was du in Partnerschaft erlebst oder Unsicherheit. 16. Juli ist Vollmond und Mondfinsternis. Finsternis ist immer dort, wo die Mondknoten ist. Und das ist diesmal in Schütze. Natürlich Vollmond kommt zu einem Mondfinsternis und hier im Bereich deiner Berufung. 25. Juli ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen, wieder Unsicherheit, du traust etwas nicht zu oder jemand nervt dich und du kommst aus dem Gleichgewicht. August 2019, Uranus bleibt im Widder, Merkur ist im Zwillingen. Sonne und Venus geht, Merkur ist rückläufig und kehrt wieder zurück. Im Zwillinge, das heißt, jemand kehrt zurück und das trifft dich privat. Sonne, Venus, Mars ist im Tierkreiszeichen Krebs. Und das zeigt Lebensfreude, besonders wenn Mars und Venus hier trifft. Natürlich kann auch Schwangerschaft auch bedeuten, gerade wenn es hier um die Kinder geht. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion, Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt im Wassermann. 12. August wird Jupiter direktläufig. Im selben Tag, das heißt 12. August, wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. Dieser Neumond kann wirklich Empfängnis bedeuten oder bedeutet auch ein gewisser Rückzug. 7. August ist Halbmond im Tierkreiszeichen Waage. Das sind Unklarheiten in ämtlichen Situationen oder du verlierst den inneren Gleichgewicht. 15. August ist Vollmond im Steinbock, mehr Klarheit, was die Freundeskreis, Bekanntenkreis betrifft. 23. August ist Halbmond im Widder. Aufpassen mit Geld, kein Geld ausgeben, weil du bereust es. Auch keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat.
30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Und es wirkt in beruflichen Situationen. Und wenn Regulus einen Einfluss hat, ist wichtig auf dein Herz hören, was möchtest du erreichen. September 2019, Uranus ist rückläufig und bleibt hier im zweiten Lebensbereich, in Tierkreiszeichen Widder. Rahu Ketu bleibt, Zwilling und Schütze. Sonne, Merkur, Mars und Venus ist in Tierkreiszeichen Löwe. Aktiviert bei dir erstens die Gesundheit, aber auch deine beruflichen Situation. Also die ganze Energie fließt in diese Richtung. Bei Mars und Venus kann natürlich auch Flirt sein im Arbeitsplatz oder Liebe im Arbeitsplatz ist auch möglich. Merkur befindet sich auch im Löwe. Da hast du Gespräche, Termine, aktiviert einiges in deiner beruflichen Situation. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion, Saturn ist rückläufig, Pluto ist rückläufig, ist im Schütze, Ketu ist auch im Schütze, Neptun ist rückläufig, bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann. 19. September wird Saturn direkt läufig, ändert sich die Richtung, geht alles voran in deiner beruflichen Situation. 6. September ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion. Es ist besser in diesem Tag nicht auf die Reise gehen oder kann auch bedeuten, dass eine Prüfung kommt und kommt Unsicherheit oder etwas stimmt nicht mit dem Auslandskontakt. 14. September ist Vollmond in Tierkreiszeichen Wassermann, hier im Bereich Geheimnisse, und das bedeutet, du erfährst die Wahrheit oder du schaust hinter den Kulissen. Bedeutet auch, wenn du Geheimnisse hast, ist besser nichts erzählen, weil das wird weitergesagt. 22. September ist Halbmond in Tierkreiszeichen Stier, Unruhe in deiner vertrauten Umgebung. 28. September ist Neumond in Tierkreiszeichen Löwen, ein gewisser Rückzug sollst du verinnerlichen, wie soll das beruflich weitergehen, kann auch bedeuten, dass du viel arbeitest und brauchst die Ruhe. Im Ruhe liegt die Kraft und dein Körper zeigt es, dein Gesundheitszustand. Oktober. Uranus ist rückläufig und bleibt in Tierkreiszeichen Widder. Rahu Ketu bleibt auch. Sonne, Mars und Venus ist in Tierkreiszeichen Jungfrau. Sonne, Mars, Venus, Jungfrau aktiviert hier deine Partnerschaft. Hier hast du im Geburtshoroskop Merkur, bedeutet auch, dass du Nachricht bekommst. Merkur ist in Tierkreiszeichen Waage. Merkur bewegt sich schnell, also überholt Venus, Mars und übergeht in Tierkreiszeichen Waage. Und da hast du Termine oder musst etwas im Ämtern diese Termine wahrnehmen oder musst du etwas erledigen, etwas abgeben bei Ämtern, wie zum Beispiel Finanzamt. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen
Skorpion, Saturn ist direktläufig im Schütze, Pluto ist rückläufig im Schütze, Neptun bleibt im Wassermann, Neptun ist rückläufig. 5. Oktober ist Halbmond in Tierkreiszeichen Schütze, Unsicherheit, Unruhe im Arbeit, kann auch bedeuten, dass du zu wenig Anerkennung bekommst. 13. Oktober ist Vollmond in Tierkreiszeichen Fischen und das bedeutet dein voller Glanz und das sollst du im Ausdruck bringen. 21. Oktober ist Halbmond in Tierkreiszeichen Zwillinge, eine gewisse Unruhe und brauchst den Rückzug, sollst du dich erholen oder ist etwas unsicher in deiner Wohnsituation. 28. Oktober ist Neumond in Tierkreiszeichen Jungfrau und das aktiviert hier dein Partnerschaftsbereich und das sollst du eher zurückhaltend sein, etwas verinnerlichen. November 2019, Uranus ist rückläufig und bleibt im Widder. Rahu, Ketu, die beiden karmischen Knoten bleiben auch Schütze, Zwillinge. Mars befindet sich im Jungfrau, also bleibt im Jungfrau. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Waage. Mars verlässt die Waage. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Waage. Das heißt, mehr Klarheit in ämtlichen Situationen oder wird etwas geklärt. Merkur ist rückläufig und befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Zwischenzeit ist übergegangen in Tierkreiszeichen Skorpion und jetzt ist rückläufig. Merkur bewegt sich nun mal sehr schnell. Merkur ist im Skorpion, das bedeutet, du wartest auf eine Nachricht von Ausland und es wird gebremst. Kann auch bedeuten, dass ein alter Kontakt wird wieder aufgebaut und ihr geht dann auf die Reise oder dieser Kontakt kommt von Ausland. Jupiter ist auch im Skorpion, hat mit Reisen, mit Ausland zu tun und Venus auch, also eine Liebesangelegenheit oder Kontakt zu einer Frau von Ausland. Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt im Wassermann. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird dann Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Unruhe, Unsicherheit, Unklarheiten im Freundeskreis oder in einem Verein, in einer Gruppe. 12. November ist Vollmond in Tierkreiszeichen Widder. Du kümmerst um deine Finanzen, aber bei diesem Vollmond auch stehst du zu deinen Werten. 19. November ist Halbmond im Krebs. Du fühlst dich erschöpft, fehlt die schöpferische Kraft, diese Energie. 26. November ist Neumond in Tierkreiszeichen Waage, eine gewisse Rückzug und Transformation. Dezember, Uranus bleibt rückläufig in Tierkreiszeichen Widder. Rahu, Ketu bleibt auch Schütze und Zwillinge. Mars und Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Das heißt, Merkur bewegt sich vorwärts. Nicht Merkur, Mars. Mars bewegt sich vorwärts und erreicht den Waage. Merkur wird aber rückläufig und kehrt zurück zum Tierkreiszeichen Waage.
Das sind Terminen, Verträgen, schriftlichen Sachen. Bei Mars Energie kann das bedeuten, das trifft eine männliche Person, aber kann auch bedeuten, du hast Ärger im Ämtern. Sonne ist in Tierkreiszeichen Skorpion und Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Und Skorpion Sonne haben wir hier mehr Klarheit im Auslandskontakte oder du interessierst dich für etwas und machst eine Prüfung oder Ausbildung, Schulungen. Jupiter ist hier ganz oben, hat einen Einfluss auf deine Berufung, auf deine berufliche Situation, vergrößert etwas, vergrößert auch deine Chancen und Möglichkeiten. Und hier befindet sich auch Venus. Und das ist deine Kreativität, kann auch eine Unterstützung sein von einer weiblichen Person und auch Glück im beruflichen Weg. Jupiter ist der große Glücksplanet, Venus ist die kleine Glücksplanet und diese Chancen, Möglichkeiten sollst du ergreifen, ist auch die Lernaufgabe, das was Saturn auch zeigen möchte. Und Neptun bleibt im Tierkreiszeichen Wassermann. 4. Dezember ist Halbmond im Tierkreiszeichen Wassermann und das ist eine gewisse innere Unruhe, Nervosität. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Das bedeutet mehr Kontakte mit Verwandten, unterwegs sein im Internet, aktiv zu sein. 19. Dezember ist Halbmond in Tierkreiszeichen Löwe, Unklarheiten, Nervosität im Arbeitsplatz und 26. Dezember ist Neumond im Schütze und das heißt verinnerlichen, wo liegt eigentlich deine wahre Berufung oder wie bekommst du Anerkennung und Respekt. Liebe Miriada, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.